Und damit ein herzliches Willkommen zur nächsten Aufnahmesession von Euro Truck Simulator 2 Multiplayer. Und vielleicht soll ich erstmal die Parkbremse lösen. So, Licht mache ich schon mal an. Dann geht's. Habe ich eigentlich das Funkgerät ausgemacht? Damit mir keiner ständig reinlabert. Das Glück hatte ich schon. Der ist, dass mir da einfach reingelabert wurde. Aber da ist ja nicht so schlimm, weil ich ja da nicht aufgenommen habe. So, ich mir gerade mal erstmal einen schönen Auftrag. Mal sehen, wohin. Nach Dover. Na gut, ich meine, warum nicht, ne? Göteborg war ich bisher noch als Stadt selber noch nicht. Oder besser gesagt, kaum. Dürfte jetzt auch entscheidend weniger unterwegs sein als in der letzten Aufnahmesession, wo ich fast einen Herzinfarkt bekommen habe. Also ich habe jetzt beim Einloggen war es gerade mal 300 Leute, die auf dem Server online waren. Im ATS-Fans wäre das sogar um ein Zehntel noch weniger. Also wenn es vielleicht gerade mal so 30, 40, ins Hochkommen 50, die da gleichzeitig auf dem Server online sind. Jetzt mal gesehen wegen der Uhrzeit, was habe ich jetzt hier wieder für einen Sound? Jetzt nichts für hier raus. Ja, ach du Heilige. Was denn jetzt? Heißt beeilen, bevor hier die Ampel neu wieder auf Normalbetrieb gehen. Jetzt fahren wir erstmal in Richtung Skandinavien hoch. Also erstmal Richtung Straßburg. Ich glaube, die Fahrt dürfte sogar locker eine Stunde dauern. Ich weiß nicht, habe ich schon mal das Achievement für den Transport von Fabriken an Volvo-LKWs bekommen? Könnt ihr da mal nachschauen. Oh, sieht doch, hier steht ein Stoppschild. Hoppala. Hä? Okay. Bin ich gerade irgendwo auf die falsche Taste gekommen. Stimmt, Pause unterbrechen, was passiert denn? Eigentlich, wenn ich Pause unterbrechen drücke. Nichts. Also, irgendwie bin ich mir gerade ein bisschen... Ja. Gut, ich meine, ich muss ja die Aufnahme sowieso ein paar Mausklicks starten, also von daher. Noch beenden. Ah, ich wusste nicht, wieso mir hier keine Meldung angezeigt wird. Dieses hier, you cannot do that while your truck is moving, oder wie auch immer. Diese Meldung heißt, die wurde bei mir gerade erstmal nicht angezeigt, dann wurde sie angezeigt. Also, ich glaube, mein Ecke, der ETS2 ist nur noch ein bisschen, ja, wahrscheinlich noch halb im Schlaf. Ich meine, was soll ich sagen? Ich bin ja schon bereits seit um 6:30 auf dem Bein. Wohl, naja, alle anderen
dürften ja schon bereits längst auf dem Weg zur Schule oder zur Arbeit sein. Ich habe ja immer so kurz nach um 6 Uhr morgens das Haus verlassen, weil ich erst mal 20 Minuten zur Straßenbahnhaltestelle gelaufen bin. Und dann nochmal 20 Minuten mit der Straßenbahn, bis ich dann nochmal einen kurzen Fußmarsch von Wander plus dann noch vielleicht noch 5 Minuten bis zur Schule gebraucht habe. Also früher hatte ich Bewegung genug. Weil ich halt immer sehr viel zu Fuß gelaufen bin. Mache ich auch heute noch so. Muss ich mal. Toll, Mautstelle. Wieso wollen die mir mit ihren Mautstellen immer ans Geld? Ich merke es gerade selber, irgendwie bin ich trotzdem noch nicht so richtig wach. Naja, wenigstens läuft das Spiel. Gab nämlich auch schon mal Momente, da habe ich das Spiel einfach mal gestartet. Und dann ist er mir mitten der Fehler, hat er sich dann aufgehangen. Ging dann nichts mehr. Konnte ich dann nur über den Task Manager, dann wieder den ETS und auch beim ATS war das schon recht oft der Fall. Nur über den Task Manager beenden, um dann das Spiel wieder neu zu starten. Und dann zeigte mir an, dass bei dem letzten Versuch, den Speicherstand zu laden, es zu einem Absturz gekommen ist. Und zeigt mir dann alle anderen Autosave-Dateien an, die ich dann öffnen kann. Ich kann zwar auch die alte, die ich versucht habe vorher zu öffnen, oder die das Spiel selber versucht hat zu starten, kann ich ohne Probleme dann wieder öffnen. Manchmal verstehe ich diese Logik dahinter nicht. Muss ich auftanken? Nö, hab noch genug. Mache ich hier sowieso nicht gerne Tankenfahrer. Bin da eher ein Freund der eigenen Tankstellen, die man dann immer in der Nähe der großen Garagen hat. Aber ich weiß nicht, glaube ich habe auf dem Weg nach Skandinavien hoch keine große Tankstelle entlang meines Weges. Obwohl ich könnte über Düsseldorf fahren, aber das wäre ein zu großer Umweg. Müsste ich erstmal durchs Ruhrgebiet durch. Dann noch nach Düsseldorf rein. Und kann dann erst dort auftanken. Dann habe ich jetzt auch schon mal zum ersten 9. Nicht die ersten, sondern die neuen Bilder gesehen von der nächsten kommenden Erweiterung für den ETS-2, der dann Frankreich mit beinhaltet, also eine Erweiterung für Frankreich. Und auf den Bildern sieht es schon mal sehr detailliert aus. Kann dann ja nochmal dann nachschauen, ob und wann das rauskommen soll. Weil zum Beispiel das Going East Add-on habe ich mir über, wie heißt, also nicht über Steam, sondern über und auch nicht über einen normalen Online-Handel geholt, sondern damals noch im Einzelhandel. Ich glaube
bei Saturn in Dresden, glaube ich, habe ich mir so einen gekauft. Aber dann alle anderen, wie zum Beispiel das, verdammt, das Skandinavia-Add-on oder Skandinavia-DLC, das habe ich mir ganz normal dann über Steam geholt. Mittlerweile ist ja für mich ganz normal, Spiele über Steam zu kaufen. Früher habe ich mir die nur im Einzelhandel geholt. Aber bei Steam geht das irgendwie viel entspannter. Ja, ich glaube, das. Dieses, ich nenne es jetzt mal Frankreich DLC, das braucht man dann wahrscheinlich dann auch wieder für den Multiplayer. Ich weiß nicht, ob die zwangsläufig dazu zu holen sind. Oder ob man dann halt nur die bestimmten Gebiete nicht befahren darf. Damit habe ich mich noch nicht befasst. Ich weiß zum Beispiel, wenn man bestimmte Lackierungen nicht hat, dann werden die LKWs nur in der Grundfarbe angezeigt. Und habe ich gesagt, da drüben steht ein Zug. Ein Triebkopf von einem der ersten TGW. Ich glaube, mit dem haben sie sogar einen Weltrekord aufgestellt. Ich glaube, immer so kann man da sogar bei Wikipedia mal nachlesen, die gesamten Weltrekorde. Im Bereich der Schienenfahrzeuge gibt es zum Beispiel einen Weltrekord. Bei den Triebwagen ist das sowieso sehr weit gesplittet. Gibt es dann zum Beispiel welche mit angetriebenen Triebköpfen, wie zum Beispiel beim ICE-1 oder beim normalen TGW der Fall ist. Dann gibt es welche mit verteilten Antrieben und sogar dann noch mit gemischt, also sowohl Triebkopf angetrieben als auch zum Beispiel die Fahrmotoren unter einem normalen Wagen angebracht. Ich glaube, bei letzterem hält jetzt ein experimenteller TGW jetzt den Weltrekord. Mit 574 km/h. Weiß ich nicht, bei beiden verteilten Antrieben, also wo jetzt man halt keine Triebköpfe mehr hat, sondern die Antriebe verteilt sind über das komplette Fahrzeug. Da hatte man halt ICE-3 den Rekord sogar mal gehalten mit 369 km/h. Als Geschwindigkeiten, von denen ich hier im Spiel nur träumen würde. Obwohl, wenn ich einen Speedtag drin hätte, könnte es funktionieren, aber dann einmal an der falschen Person vorbeigefahren und prompt wieder einen Bann gekriegt. Und das hatte ich schon mal, brauche ich nicht nochmal. Hat mich auch damals richtig genervt. 72 Stunden kein ETS 2 mehr und auch kein ATS. Nur weil ich mal ein bisschen blöd geparkt hatte. Die normale Grundvariante nächstes Mal so, die ging ja trotzdem ohne Probleme, weil hat man dann anstelle von anderen Fahrern hat man dann nur wieder den normalen KI-Verkehr. Also PKWs, andere computergesteuerte LKWs und auch Busse, die da mit rumfahren. Halt wieder der ganz normale ETS 2.